Moin zusammen, willkommen in der Boosterbase. Hier ist der zweite Teil der neuen Sets von den Kamisil und Purpur ETBs. Wir haben in die rote reingeschaut, jetzt haben wir noch die purpurfarbene. Und da gucken wir jetzt rein, ob die Box genauso gönnt wie die andere, also nicht gönnt. Schauen wir rein, ich bin sehr gespannt. Wir wechseln mal kurz die Kamera, wir schauen mal hier rein. Hier haben wir das Miraidon als Promo. Hier mit dabei als Promo-Pokémon. Auch hier wieder einen neuen Booster, eine schöne Promokarte in dieser neuen schönen Box. Wir haben ja schon eine Box davon aufgemacht, die rote. Hat uns nicht so viel Glück gebracht, die Box tatsächlich. Wir hatten nur eine EX-Karte gezogen und einen Stapel voll Holos. Und wir gucken mal, ob diese Box das wieder rausreißt oder einfach, ob wir diesmal tatsächlich Pech hatten mit den Boxen. Das kann immer mal passieren. Das ist ja immer tatsächlich ein bisschen Zufall, nichts ist garantiert. Und dann schauen wir mal, vielleicht können wir hier noch ein bisschen was retten. Wir haben wie immer das Booklet mit dabei, mit der Übersicht, Spielmechaniken aus den neuen Sets, die neuen Promokarten glaube ich auch mit drin tatsächlich hier ganz zum Schluss. Das ist nämlich hier, genau, finde ich sehr cool. Und hier aus dem Blister auch die Karten mit abgebildet. Einer blistern, das ist eigentlich ziemlich cool gemacht, das gefällt mir sehr gut. Ja, und jetzt schauen wir mal, was die nächste Box für uns bereit hält. Hier haben wir die Booster Packs. Zählen wir einmal kurz nach, müssten 9 Stück sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Korrekt, alle da. Hier ist unsere schöne Promokarte. Die ist vom Center Left to Right auch okay. Wir haben links ein bisschen schmaler. Ich probiere sie mal hier wieder vorsichtig rauszufummeln. Dann können wir es hier ein bisschen genauer angucken, aber ich habe diesmal was zum Schneiden mit dabei. Ich habe mich ein bisschen besser vorbereitet. Kommen ja meistens so spontan die Top 10er Boxen, dass man irgendwie nichts zum Schneiden dabei hat. So. Nein, sie möchte sich nicht. Doch, jetzt dazu verspielen. Hier haben wir diese wunderschöne Miraidon-Promokarte. Auch ein super, super schickes Outfit. Gefällt mir sehr gut, machen sie sehr gut gerade. Die Pokémon Company macht gerade vieles richtig. Die Booster fühlen sich besser an. Meine Würfel sind offen. Das machen sie vielleicht nicht richtig. Wir haben hier neuen Gift- und Verbandmarker. Den Online-Code für die Box. Machen wir mal alles weg, frühstücken. Hier haben wir die Sleeves, auch sehr, sehr cool, finde ich sehr schick. Kommt hier mit rein und ein Packen Energiekarten für den Bulkstapel. Und hier sehen wir noch die schönen Kartentrainer, auch hier auf Gold auf der Seite, sehr wertig. Fühlt sich alles sehr gut an. Die Booster fühlen sich auch anders an, ein bisschen dicker von der Qualität, also ein bisschen die Folie fühlt sich ein bisschen verändert an von der Rezeptur, würde ich mal sagen. Vielleicht haben sie ein bisschen weniger Plastik reingemischt. Oder dergleichen. Ich gucke gerade die andere Promokarte haben wir auch nochmal hier. Guck mal, einen Vergleich anschauen. Also, sehen super, super gut aus. Ich finde, die machen gerade ziemlich viel richtig. Da erstmal, dass sie den grauen Rand verwenden, wie bei den japanischen Karten. Und ganz witzig, man muss keine Kartentricks mehr machen. Ich habe es mir jetzt auch ein paar Mal passiert, dass ich dann irgendwie trotzdem machen wollte. Ist natürlich nicht mehr nötig. Muss man sich aber auch erstmal dran gewöhnen. Boosterpapier fliegt weg. Hier ist der Online-Code. Einmal auf den Kopf. Wollen es ja nicht zu einfach machen. Und wir drehen mal die Booster. Und dann schauen wir uns jetzt gleich mal das erste Pack an. Ob da schon was dabei ist beim letzten Mal. Wie gesagt, ein Hit in der ETB aus 9 Boostern. Eine EX-Karte war, ich würde sagen, also das ist schon schlecht. Gilia in Reverse. Sengo in Reverse. Und wir haben ein Hirashai in Holo. Auch hier sieht man auch mal schön den neuen Holo-Effekt. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, da geht es komplett über den Kartenrand auch raus. Der silberne Rand glitzert jetzt mit. Finde ich sehr nett gemacht. Finde ich sehr gut. Die Holos werden jetzt dennoch mal hier so starten. Das liebe ich dann später ein. Denn ich bin ganz heiß drauf und bin gespannt, ob wir hier noch was Cooles ziehen können diesmal aus der Box. Ob wir diesmal ein bisschen mehr Glück haben oder ob uns einfach das Set bei den Top-Trainer-Boxen nicht so hold ist, wie sonst die Top-Trainer-Boxen sind. Auf den Kopf. Sonst sind uns die Top-Trainer-Boxen eigentlich mehr gelegen. Also auf jeden Fall die Sonder-Premium-Boxen eigentlich immer gut gezogen. Schlickter, Gruff,
Griff Zeppli, voilà, zweite Karte mitgenommen, Trotzband mit dabei, Siari, Energieumschalter als Reverse-Karte, kommen wir mal sehr schnell zu den Reverse, Dedenne und ein Pamumamo in Holo. Sehr, also der Holo-Effekt, der gefällt mir sehr, sehr gut. Das haben sie auch sehr richtig gemacht, sind sie auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Der Kollege ist auch mit dabei, habe ich auch schon gesehen, auch als Full Art, auch sehr, sehr schön. Gyarados finde ich echt auch richtig. Könnte auch mal wieder ein paar mehr Karten kriegen. Auch mal irgendwie eine richtig geile Secret wäre, hätte Gyarados auf jeden Fall verdient. Jetzt haben wir immer noch verkehrt. Dann ziehe ich den mal. So. Müsst damit umgehen. Rocky Kaiman ist mit dabei. Mankey auch sehr schön. Auf der Blitz sind wir ein bisschen zu hoch gewesen. Schillingel. Backe mit dabei. Heißt der eigentlich Backe, weil er so ein bisschen aussieht? Ich finde, der sieht aus wie so ein Dackel mit so Gebäckohren. Und der kann ja auch die Knusperkruste. Finde ich, entwickelt sich in eine auf jeden Fall interessante Richtung. Die Evolutionen. Purmel. Und wir haben einen Miraidon EX. Wir haben schon mal unsere alte Box jetzt eingeholt mit den Hits. Wir haben eine schöne EX-Karte gezogen. Sehr schön, da freue ich mich. Da haben wir schon mal einen Haken da machen. EX haben wir. Nehmen wir mit. Sehr schön. Boosterpapier zur Seite ist alt noch. Mal gucken, ich würde gerne mal so eine Trainerkarte sehen. Eine Full Art, oder eine Character oder eine Illustrator Rare. So, diesmal andersrum. Ha, gelernt. Mal gucken, wie oft ich das noch machen muss. Mobtiff. Pupponcho. Milite. Energiesuche, auch immer sehr gute Karte. Nistball auch. Trainerkarten immer, kann man sich immer mal gut reinnehmen. Was haben wir denn hier? Picknickkorb. Heil 30 Schadenspunkte bei jedem Pokémon. Deinen und deines Gegners. Ui. Kann vom Vorteil sein, kann nicht vom Vorteil sein. Wir haben ein Mopex. Haben wir jetzt auch schon. Der doppelt sich jetzt. So langsam, wenn man genug aufmacht, kriegt man auch Doppelkarten. Ja. Was haltet ihr von dem neuen Set? Gefällt euch das mit dem silbernen Rand? Wie findet ihr die Booster? Wie findet ihr, dass ihr jetzt mal einen kleinen Kartentrigger machen muss? Findet ihr das auch so verwirrend wie ich? Ich finde das richtig strange. Es fühlt sich komisch an, so Karten aufzumachen. Gefühlt geht es auch zügiger tatsächlich. Ich meine, wir haben jetzt dann klar, man ist schneller bei den Hits dran, weil man jetzt halt schon an die Reverse-Karte schnell dran ist. Fluette ist mit dabei. Oh, wir haben den Nestball in Gold gezogen. Ich drehe durch. Wir haben schon ewig keine Goldkarte mehr gezogen. Ist auch die drei goldenen Sterne unten. Na, möchte die Kamera scharf schalten. Da haben wir es. Super cool. Ich habe schon irgendwas glitzern sehen, aber ich dachte mir, ja, Goldkarte. Nicht aus der ETB. Sehr stark. Centering links ein bisschen schmaler, aber sehr, sehr cool. Freut mich. Cool. Und wir haben noch ein Forschung des Professors in Holo mit dabei. Sehr, sehr schön. Ja, Goldkarten ziehe ich immer gerne. Hat man nicht so oft. Richtig schick. Centering hinten sieht auch stabil aus. Sehr schön. Cool. Endlich. War jetzt aber auch lange Durchstrecke, muss ich sagen, bei dem Set. Also was heißt lange Durchstrecke? Wir haben eine ETB gezogen, die ein bisschen kacke war. Aber wir haben jetzt hier auch schon... das ist das fünfte Booster schon gewesen, schon wieder. Na, mal gucken. Wir sind vielleicht, glaube ich, wir sind auch stark Sonderset verwöhnt durch Zenith der Könige, weil immer geile Hits in den Boostern und immer coole Karten. Ist schon nicht einfach. Wenn man so ein bisschen hitverwöhnt ist. Das ist halt schwierig, nach den Sondersets immer in die normalen Sets reinzukommen, finde ich auch gerade, wo du dann noch die Sets hattest, wo nicht irgendwie jedes Pack ein Hit war, wie jetzt hier immer eine Hole mit dabei. Und wir haben ein Hefel als, wie heißt es denn jetzt, als Art Rare, Alternativ Art, da muss ich mich nochmal schlau lesen. Und wir haben noch ein Hit, ein Gyarados EX, sehr stark. Und man sieht auch, dass das Gyarados hat so leicht Struktur, hat das andere. Das muss ich ja bei der anderen EX-Karte auch gucken. Dass Miraidon auch so leicht Struktur hat. Nein, hat es nicht. Aber warum hat das Gyarados Struktur? Ganz. Moment, also das sieht man auf der Kamera nicht. Aber das Gyarados hat leicht Struktur, Textur. Wahrscheinlich, weil es die Terra-Kristallform ist. Auch hier Centering.
Geht auf jeden Fall klar, gefällt mir sehr, sehr gut. Garados mag ich sowieso sehr gerne. Ist eigentlich einer meiner. Eine gehört definitiv mit zu meinem Lieblings-Pokémon, auch gerade die schimmernde Version, die schillernde Version in Rot. Auch im Spiel damals total geflasht. Kommst du zu dem See und denkst du, boah, was ist denn das? Ein rotes Garados. Das war ziemlich strange und das fand ich echt abgefahren. Und Garados sowieso. Also Carpador, ne? Klar, der stumpfe Fisch, der nur Platscher kann und dann aus, wird aus dem so eine Höllensee-Monster-Drachenschlange. Das war damals schon als Kind abgefahren. Und auch sehr stark. So. So. Ja. Cool. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Bin ich schon happy. Also jetzt haben wir. Alter, also eine Galeriekarte würde ich. Ich werde mir gleich mal raussuchen, wie es heißt. Ich werde das, glaube ich, auch gleich mal live machen, damit ich euch nicht so einen Quatsch erzähle. Das mache ich auch mal jetzt, bevor es weitergeht. Card Market. Kleine Sekunde. Gucken wir mal ganz kurz rein. Einzelkarten, das ist das Hefel. Hefel, welche Nummer hast du? 213. Schimpft sich das? Rarität. Illustration Rare. Illustration Rare. Jetzt haben wir es richtig. Ich danke mich für eure Geduld. Sehr gut. Haben wir das auch schon mal gezogen. Schleimock. Und nochmal Forschung des Professors. Sehr gut. Zwei Booster haben wir noch. Illustration Rare. Da müssen wir uns immer jetzt erstmal dran gewöhnen. Jetzt natürlich auch vorher gucken können. Habe ich natürlich nicht gemacht. So ist das. Tja, guck mal, jetzt läuft das hier mit den Online-Codes. Jetzt wissen wir, warum sie drehen müssen. Knirfisch, Tuska, Ganoviel, Voltilam, Florges, Slimog, Ghoul, Vivillon, Gravaloro. Mann, der hat so eine kleine Elvis-Tolle, ne? Ich glaube, der macht so ein bisschen Krach, der Vogel. Wir haben einen Fleckmon in Illustrator. Auch super geile Karte. Ich mir sehr gewünscht zu ziehen, finde ich auch super gut. Ich glaube, es sind Printlines, ich bin mir nicht sicher. Ist nicht schlimm, nehmen wir mit. Und was haben wir dahinter noch? Ein Olitena. So, Moment, sortieren. Illustration Rare, einsortieren. Ja, die Box, das ist ein krasser Unterschied. Vorher eine EX-Karte, hier haben wir zwei Illustration Rare, eine Terra Crystal Garados, eine EX und eine Goldkarte. Ein Booster haben wir noch. Not bad, not bad, würde ich sagen. Die Box hat auf jeden Fall super gut gegönnt. Also super gut, sehr gut gegönnt. Wahrscheinlich geht es dann wieder oben immer Luft, aber ich glaube, das ist schon ziemlich gut. Hier haben wir den Online-Code. Voltorell, Sengo. Das letzte Pack sind wir auch schon wieder durch. Meine Herren. Richter, Boyelin, Mimi. Sehr geile Karte, sehr teuer. Wahrscheinlich war einfach Mädchen. Gut, und nein, natürlich ist sie auch spielstark, aber... Waren wir nicht, unser letzter Hit ist heute, ich gucke auf die Kamera, ein Grimanzo hatten wir schon, auch schon, in Holo. Sehr stark, aber ich würde sagen, diese Ausbeute, die kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen. Die Goldkarte, zwei Illustration Rare, die Terra Crystal Garados und das Miraidon EX. Ich bedanke mich fürs Zusehen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Natürlich macht es immer Spaß, coole Karten zu ziehen, aber natürlich auch macht es mir Spaß, wenn man doofe Sachen zieht, aber dann nicht so doll. Ich bedanke mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Booster Base. Macht's gut. Ciao.